Hola, mein Name ist Helmut Ortner. Ich bin Autor von Der Mann, der Hitler töten wollte. Ich freue mich sehr, dass mein Buch bereits in 14 Sprachen übersetzt, nun auch in Portugal erscheint. Das Buch erzählt die Geschichte eines einfachen Mannes, der durch seine Tat den Zweiten Weltkrieg verhindern wollte. Es ist der 8. November 1939, die Uhrzeit exakt 21.20 Uhr, als in einem Münchner Saal eine Bombe explodiert. 7 Tote und zahlreiche Verletzte fordert der Anschlag. Aber der, dem er galt, kommt nicht zu Schaden, nämlich Adolf Hitler. Er hat früher als geplant seine Rede beendet und den Saal verlassen. Und noch am selben Abend wird Georg Elser, ein Schreinergeselle aus der Provinz, festgenommen. Er wird verhört, gefoltert und schließlich lange Jahre als Sonderhäftling der Nazis im Konzentrationslager Dachau interniert. 20 Tage vor dem Einmarsch der Amerikaner, also wenige Tage vor Ende des Zweiten Weltkriegs, wird er von den Nazis ermordet. Wer war dieser Mann, der Hitler töten wollte? Ich habe die Vernehmungsprotokolle der Gestapo gelesen, ich habe recherchiert, ich habe mit den letzten Zeitzeugen gesprochen und dann dieses Buch geschrieben. Das Buch erzählt also die Geschichte eines einfachen, aufrechten, mutigen Mannes, die Geschichte eines einsamen Attentäters. Lesen Sie mein Buch. Ich wünsche Ihnen spannende Lektüre. Nesce sentido. Obrigado.